Hey Leute, und heute gibt es einen kleinen Flex-Tipp von mir, wenn ihr nicht wisst, wie bei der Ascent die Nebenmission doppelte Ladung funktioniert. Ich zeige euch kurz die Nebenmission. Auf die werdet ihr früher oder später stoßen. Doppelte Ladung. Hier müsst ihr Gegner in Stase versetzen. Wenn ihr nicht wisst, wie das funktioniert, geht einfach zum Cluster 13, zum Cyberhändler. Den findet ihr hier auf der Minimap. Wenn ihr bei dem Händler angekommen seid, sprecht ihr ihn an, geht auf Laden, geht dann auf Taktisches. Und wählt hier unten die Stase-Drohne aus. Wenn ihr die Stase-Drohne dann ausgewählt habt oder gekauft habt, ihr müsst natürlich die 22.000 Credits haben. Wenn ihr die dann gekauft habt und das habt, dann geht ihr einfach nochmal rein ins Menü und setzt hier bei Ausrüstung unter Taktisch, wählt ihr dann die Stase-Drohne aus. Die Stase-Drohne findet ihr dann unten an eurer Gun, an eurer Waffe. Und sobald die aufgeladen ist, könnt ihr die benutzen. Ihr könnt dann die Gegner in Stase versetzen. Und wenn die dann in der Luft rumwirbeln, dann könnt ihr sie abknallen. Das macht ihr 10 Mal und dann ist die Nebenmission geschafft. So, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich riesig freuen. Dankeschön und viel Spaß beim Spiel The Ascent. Ciao.